Willkommen zurück zu The Cave. Ja, das neueste Spiel von Ron Gilbert. Ich wiederhole mich da einfach nochmal gerne und ich möchte gerade mal die Optionen nochmal gucken. Guck mal da mal Audio. Ich möchte mal das Ganze ein bisschen leiser machen. Ich denke, das dürfte dem Ganzen keinen Abbruch tun. Die Effekte, die möchte ich eigentlich sogar noch ein bisschen leiser gestalten. Lassen wir das mal so. Ihr könnt ja mal Feedback geben, ob das okay so ist, dann. So, ist das auch nicht mehr ganz so laut auf meinem Öhrchen, Popörchen. So, wer hat den Schlüssel? Ihr habt den Schlüssel, ne? Nein, du hast den... Den Schlüssel? Habt ihr nicht den Schlüssel? Wir waren ja zuletzt... Du hast jetzt die Postkarte. Hat keiner den Schlüssel? Hä? Okay. Das wäre ganz nett gewesen, wenn jetzt einer den Schlüssel gehabt hätte. Hä? Ich dachte, ich habe den... Ja, ich kann so viel denken, wie ich will. Es wird nicht funktionieren. Mein Gott. Schlüssel. So, die Kinder haben ihn. Brave Buben. Boah, es sind ja... Boah, sind das zwei Jungs? Ja, es sind sogar zwei Jungs. Ah, süß. Dann macht mal bitte auf. Alles wunderbar. Nee, I should probably fire him. I think he's dipping into the till. Möchte ich das Brecheisen weiter... Ja, möchte ich. So. Da geht's runter. Kann ich hier irgendwas machen? So. Wunderschön. Kann ich damit schwingen? Nein, kann ich nicht. Ich kann runter... Alles klar, ich hole mal die ganze Familie. Ja, ihr braucht euch da nicht festhalten, wenn ihr eh keinen Fallschaden kriegt. Das ist ein bisschen lax, aber ich vermute dann einfach mal, dass wir da nochmal hoch müssen. Ansonsten wäre da wahrscheinlich kein Seil. So, die Kinder haben einen Forschungsdrang. Die gehen nach rechts. Ach, jetzt kommen sie hinterher. Das ist ja wunderbar. Jetzt nicht mehr. Okay. Alles klaro. Poparu. Ja, dann kommt man hinterher. So. Kaputter alter Brunnen. Kinder und ein Brunnen. Na, da kennen wir doch ein bisschen was, ne? Da könnte man sich jetzt was zurechtspicken. So. Das wäre richtig elegant, wie die da runterklettern. Aber ich finde es immer noch nervig, dass die nicht mit hinterher folgen. Oder ich habe irgendwas in der Steuerung übersehen. So, ich gehe mal hier lang. Oh, ein Hebel. Okay, das Tor geht nicht ganz auf. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich nochmal einen Hebel aktivieren müssen. Leerer Sicherungskasten. Neuer Grog-Automat, Hotdog-Automat. Und, ich würde gerne mal, dass du die Karte wieder fallen lässt. Wie? Lass die Karte. Lass die Karte fallen. Dann halt nicht, mein Gott. Ja, das will ich nicht. So, du machst da. Kann ich hier irgendwas an den Automaten? Nein. Gut, da brauche ich erst den Lehrersicherungskasten. Okay. Der Hebel macht irgendwas. Der lässt da... Ah, okay. Aber ich möchte mit den Kindern ja auch noch was machen. Achso, kaputt. Ah, okay. Nee, Moment, das kann ich da machen. Ich weiß auch noch nicht, was die Fähigkeiten aller sind. Aber irgendwas ist da... Warte mal, das sieht aus wie ein Schwert. Schwert ist doch ein ganz klarer... Ja. Schön, dass ihr euch da festhaltet. Ist doch ein ganz klarer Fall für den Kollegen da. Ja, komm, lass mal los. Das können die Plagen mal machen. Ja, also nicht festhalten. Immer draufhauen. Ich wüsste gern, was die Fähigkeiten bringen. Ich sollte mich da nochmal einlesen. Kommen wir dann da irgendwie rüber oder rauf? Wahrscheinlich nicht. Nee. Okay. Die Tür da hinten ist offen. Ist die dann auch offen? Na, kann ich hier irgendwas machen? Nein. Scheinbar nicht, nein.
Das hier kann ich wohl weniger als Leitkörper einsetzen. Wo ist ja ein leerer Sicherungskasten. Also brauchen wir eine Sicherung. Irgendwas, was eine Sicherung ersetzen kann. Aluminium zum Beispiel. Aluminiumpapier. Aluminiumpapier vor allem. Aluminium halt. Und heppa. So, und. Alles klar. Jetzt brauchen sie sich nicht mehr festhalten. Sehr schön. Da ist ein Eimer. Moment. Nein, nein, nein. Geh mal nochmal runter. Ich hoffe, jetzt sich da wohl irgendwas machen lassen. So, die Postkarte können wir da lassen. Wunderbar. Endlich. Ich will die gar nicht mitnehmen. Können wir hier irgendwas machen? Nein, okay. Nein, nicht festhalten. Ich möchte wissen, was man da links machen kann. So, du gehst mal voraus. Das war das erste Rätsel. Wir haben es bravourös gemeistert. Ein Schalterrätsel. Ein Wahnsinn. La 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 la, wir sind kleine Kinder. Eine Glocke. Was macht Glocke? Ah! Okay. Okay. Ich nehme einen Umweg. Ganz. Habe ich gerade so entschieden. Kann man da irgendwas machen? Alter Brunnen. Kann ich aber nichts mitmachen. Ein Sicherungskasten. Hebel und so. Aha, ein Tierchen. Moment. Moment, Moment. Ich hab... Ja, ich glaube, ich sehe schon den Wink, den sie machen wollen. Und dann alles klar. Das heißt, Kollege, du nimmst hier mal. There's no dying in the cave. At least not this soon. So much left for them to learn. Achso, weil es darauf tropft. Das heißt, wir benötigen einen Eimer oder sowas. Warte mal, Kinderchen, kommt mal her. Eimer war ja links. Aber was heißt das hier überhaupt? Ja. Nee, komm mal mit, du. Du holst jetzt irgendwie den Eimer daher. Den wir wahrscheinlich brauchen. So, hör auf. Also ich sehe, dass wir da den Brunnen... Was soll das Zeichen nach rechts überhaupt sein? Moment, wir haben hier... Ein Krog-Automat und ein Hotdog-Automat. Moment, ich will mal gerade mal in die Steuerung gucken. Einstellung, Steuerung. Talent Y. Aufheben, benutzen, fallen lassen, zurück benutzen. Das X-Talent ist klar. Kamera wechseln auf LB. Ah ja, sofort tot LT. Gehen R. Ja, das ist... Na? Ja, Kamera macht sich nicht viel. Ja, der Soforttod funktioniert, das ist ja super. Das interessiert mich aber nicht. Ich möchte eher den Eimer da. Ich wette, diesen Eimer benötige ich. Ich weiß, die Folge ist gleich schon wieder um. Ich muss auch mal gucken, was die Talente jeweils machen. Weil ohne dieses Wissen ist ein bisschen blöd hier. Ich glaube, das nicht, dass ich denke nicht, dass es erklärt wird. Ich bin ja fast schon für die... draufschlagen. Moment, vielleicht kann ich mit dem Brecheisen auch die Sicherung rauskeulen. Aber
eigentlich auch eine blöde Idee. Ja, Kinder, haltet euch da fest. Darüber ist eine schlechte Idee. Ganz schlechte Idee, ich merke das schon. Das Vieh ist ein bisschen gereizt. Hat man so den Eindruck. Das sieht aus wie ein Atomteilchen. Das wäre doch was für die Wissenschaftlerin. Komm her. Nein. Ah! Ah! Whatever. Theoretische Forschung. Die Wissenschaftlerin. Alles klar. Was auch immer das sein soll. Ah, Zeitreisende Ritter. Achso, da oben sind die Zeichen. Was machen die Zwillinge? Das, die zwei Särge. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Kriege ich das irgendwie ab? Wenn ich es öfters benutze? Moment, B? B irgendwie? Nein, alles klar. Schlecht ist das. Ah, siehst du. Nichts mit Eimer. Gut, ab zur Sicherung. Du kommst auch mal mit. Moment, nee, wir machen das anders. Weg mit dem Ding. Weg mit dem Ding. So, du nimmst dir das jetzt. Wunderbar. Denn den Ritter brauchen wir da drüben auch. Hep. Alles klärchen. Da war ich jetzt ein bisschen begriffsstutzig. Gut, ist. Leerer Sicherungskasten. Ah. Ein Grog. Ja, sauf halt erstmal einen Grog. Oh, eine wunderbar leckere Wurst. Ich denke, das wird dem Tierchen schmecken. Und ich wüsste jetzt immer noch gern, wie man da rüberkommt. Kaputter alter Braun. Wir brauchen auf jeden Fall einen Hebel. Gut, das müssen wir merken. Wenn wir mal einen Hebel haben, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen Schabernack treiben. So, ich habe so die Vermutung, dass das eine Timing-Sache wird. Das heißt, du stellst dich daran. Und damit ihr Kinderchen hoch. Alles Klörchen. Alles klar, alles klar. Komm rüber da. Ach ja, ein wunderschön entspannter Familienausflug, will ich mal meinen. Ja, das kann jetzt ruhig der Hebel und so. Alles klar. So. Moment, da und da. Komm mal ein bisschen weg. So, Moment. Hoch ist sie und die Kinder sind nach links. Ich muss mir das jetzt merken, weil es ja eine Timing-Sache wird. Und na, Hebel. Ach nee, ich brauche die Sicherung wieder. Ist das... ist das doof. Ah, bin ich blöd. Natürlich brauche ich die Sicherung wieder. So, hier, kommt beide mit. Ich brauche dir eine Wurst und die Sicherung. Ach, ist das dämlich. Mensch, ist das dämlich. Hep, rüber. Und... ach Gott, da war ich jetzt blöd. Da könnt ihr jetzt ruhig mal schreiben. Ah, du bist so blöd. Nee, du. Du nimmst schon mal die Wurst. Perfekt. Würstchen, Würstchen, Würstchen. Hep. Alles wunderbar. Und die Wurst schmeißen wir schon mal darauf. Füttern das tolle Vieh. Bleiben da stehen. Und du bringst die Sicherung rüber. Ist natürlich ein bisschen mit Laufarbeit verbunden, aber naja, okay. So, wir schaffen das jetzt noch schnell. Dann ist die Folge auch leider schon vorbei. Ich weiß, unglaublich schade. Einfach nur
Das heißt, jedes Mal das Herz. Wenn ich gefolgt werde, muss ich euch allein. Okay, hören wir auf rumzuweinen und rumzujammern. Ah, so. Dann bau mal wieder ein. Ei, wie wunderschön. So, nee, ich möchte euch beide direkt davor haben, damit es völlig egal ist, wer das aktiviert. So, du bist rechts, alles klar. Glocke. Gerät. Aha. Wir haben unser erstes Monster gefangen. Ich hoffe, es bleibt auch eine Weile hängen. Heppa. So, die Kinder, die lassen wir zurück. Komm. Wir nutzen die freie Zeit. Oh ja! Mich würde jetzt gerade mal interessieren, was passiert, wenn man die Sicherung rausnimmt. Will ich's... Nee, ich will's jetzt gerade... Moment. Dich nehmen wir mit. Hier sind böse Kinder. Moment. Wenn wir schon böse Kinder sind, sind wir auch richtig böse. Na komm, hol dir dein Essen. Ja, fein. Ja, wo bleibst du denn? Willst du etwa kein Essen oder was? Ja, fein. Ich habe eine leckere Wurst. Ja, möchtest du kein Essen oder was? Na komm, Fifi. Gut, möchtest nichts zu essen. Hast du Pech. Versuchen wir es morgen wieder. Mein Gott, mein Gott. Oh, ein Fall für uns. Na? Ach so, ja, X. Na klar. Süße Kinder und eine glückliche Familie. Oh, wie süß. Okay. Sieht wie eine Reise durch die Weltgeschichte aus. Auf jeden Fall. Oh ja. Aber hallo. Und diese Geschichtsreise werden wir beim nächsten Mal begehen. Denn ich sage Tschüss für heute am Sonntag. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir haben ein neues Haustier für die Kinder gefangen. Herrlich, auch wenn es gerade ein wenig fressen will. Aber es muss sich ja erst mal ein paar Tage an sein neues Zuhause gewöhnen. Mein Gott. Lassen wir ihm Zeit. Ich sage Tschüss. Macht's gut. Careful. If that bridge breaks, there might be no way back up. And by if, I mean when that bridge breaks. Who am I kidding? Ich finde die schön. Ich finde das super betont. Ah. Ja, Mann.